Hallo und willkommen zu Modelis. Das ist ein kurzer erster Überblick über die Giant Warbirds mit 1,70 Meter Spannweite. Sind heute ganz frisch reingekommen, deshalb ganz schnell noch ein Video. Das ist die P51. Wir schauen gleich mal hinein, wie das dann ausschaut. So, der erste Deckel ist ab. Machen wir hier auf. So. Okay, hier sind wir. Wow, das ist groß. Ja. Wie gesagt, diese Warbirds haben 1,70 Meter Spannweite. Das sieht man auch schon hier an diesen gigantischen Flügeln. Sie werden komplett geliefert mit allem drum und dran. Sind quasi ready to fly. Schauen wir uns mal an, was da für Konnektoren bestehen. Connector für offenbar alle Servos. Direkt am Flügel, was natürlich den Zusammenbau des Flügels extrem vereinfacht. Schauen wir uns das gleich mal näher an. Wow, schaut mal diesen Flügel an. Ja, ich weiß nicht, ob man das gar nicht so gut erkennen kann. Ein riesiger Flügel. Wir haben hier die Klappe, die das Rad abdeckt. Das heißt, das einzige Fahrwerk verschwindet komplett im Flügel, so wie bei dem Original. Wir haben hier Servos. Das sind ganz normale 20 mm Servos, also wirklich große Servos. Das heißt voraussichtlich so Stellkraft um die 5 Kilo. Ja, Wahnsinn. Also das Ding ist wirklich groß. Das ist wirklich groß. Ja, Klappen sind eh klar. Also hier haben wir die Klappen. Querruder und eine Beleuchtung. Wie gesagt, große Servos. Und alle Konnektoren für alle Servos und Klappen sind an einem zentralen Stück zusammengefasst. Ich kann mit Hilfe eines Connectors mit dem Rumpf verbunden werden. Das vereinfacht natürlich die Installation der Fernsteuerung deutlich. Haben wir hier ein großes Glasfaserrohr, das als Flächenverbinder dient. Dann haben wir hier Drop Tanks, die offenbar abnehmbar sind, so wie diese Befestigung hier aussieht. Okay. Natürlich haben wir hier ein Hirnruder, ein entsprechend großes. Vorsichtig mal auseinandernehmen. So, alles gut verpackt. So, dann haben wir noch ein Flügel natürlich. Ebenfalls wieder mit Konnektoren und mit einer Anleitung. Und wie sieht das hier aus? Okay, hier haben wir einen riesigen Rumpf. Das ist unglaublich, wie groß dieses Ding ist. Das kann man vermutlich am Video gar nicht so genau sehen. Das ist ein wirklich großes Modell. Und dieses Modell ist mit dem 1,70 Meter Spannweite schon sehr groß. Der Fläche von der Oberseite, die sind sehr schön lackiert. Ja, wirklich wunderbar gelöst. Wow, das ist groß, Wahnsinn. Wenn man sich das anschaut, wie groß dieses Modell ist. Ja, das ist wieder mal sehr toll verpackt. Ist das groß. Also dieses Modell ist wirklich groß. Wir hatten ja schon im Vorjahr die P51 mit 1,60 Meter Spannweite. Die war auch schon recht groß. Aber dieses Modell schlägt das alles. Wirklich hervorragend. Wow, und schaut euch mal das Cockpit an. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann durch diese Folie. Dieses Cockpit ist sowas von detailgetreu. Das ist ein wirkliches Scale-Cockpit mit allen Instrumenten und natürlich einem Piloten. Ich versuche mal die Folie hier runterzunehmen und schauen uns das im Detail an. So, hier nun das Cockpit ohne Folie. Leider haben wir noch Lichtreflektionen. So, schauen wir mal, ob die wegbekommen. So. Ja, man sieht das schon sehr detailgetreu, dieses Cockpit, Wahnsinn. Also, dieses Cockpit ist wirklich extrem maßstabsgetreu. Man sieht das hier. Da wurden wirklich alle Details des
Originals übernommen. Ja, man kann es recht gut erkennen, glaube ich, inzwischen, welche Detailtreue hier an den Tag gelegt wurde, um dieses Modell zu machen. Wenn wir dabei sind, können wir gleich den Deckel hier abmachen. Okay, hier sehen uns schon die ersten Servos an. Okay, was haben wir hier? Natürlich zwei kräftige Servos für Höhen- und Seitenruder. Und ein drittes Servo, das führt zum Kühlerdeckel. Also wir wissen ja, dass die P51 einen Ölkühler, einen regulierbaren Ölkühlerauslass hat, der vom Piloten aus bzw. vom System aus gesteuert werden konnte. Wir haben bei unserem 1,60 Modell, das wir es früher vorgestellt haben, diese Funktion selbst nachgerüstet. Bei diesem Modell ist die Funktion bereits standardmäßig dabei. Wirklich beeindruckend. Das haben wir unten, haben wir die Ölkühlerklappe, die dann servobetätigt sich öffnen lässt. Anschauen, auch der Ölkühler selbst, der kann Luft einströmen, das heißt, der Luftwiderstand ist deutlich geringer, als wenn das hier zu wäre. Was natürlich auch den Flugeigenschaften zuträglich ist. Ein Blick auf die Elektronik. Ja, also wir haben hier entsprechend einen Sequencer, der uns die Gear Doors, also die Einziehfahrwerksdeckel, steuert. Und wir haben eine eigene Stromversorgung, die entsprechend stabil ist. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, damit wir eine vernünftige Stromversorgung haben. Wir haben auch hier entsprechenden Hochstromkonnektor, da das Modell für 6S 3200 bis 3000 oder bis 4000 eigentlich ausgelegt ist. Hier ist der Bereich für den Akku. Also wenn der Lipo hier nicht hineinpasst, müsste man den unten ein bisschen ausschneiden. Aber ist auf jeden Fall entsprechend ausgelegt, um hier wirklich größere Akkus aufnehmen zu können. Hier sehen wir noch die Konnektoren. Wir haben schon an den Flächen gesehen, dass es Konnektoren gibt für die ganzen Kabel der Flächen. Das ist hier natürlich sehr gut gelöst, da wir so alle Flächenkabeln in einem Connector zusammengefasst haben. Ist bei einem AF-Modell auch das erste Mal, dass ich das sehe. Also ich muss echt sagen, sie haben hier wirklich perfekte Arbeit geleistet. Alle Kabeln bereits fertig konfektioniert. Man braucht wirklich nur mit dem Empfänger anschließen und losfliegen. Wow. Also wenn wir jetzt nochmal den Rumpf in den Gesamt, dann kriegt man gar nicht drauf, weil er so groß ist, in gesamter Größe uns ansehen. Dann sehen wir einfach, wie groß das ist und wie schön das gearbeitet ist. Natürlich in EPO-Schaum, aber in einer Dimension, die bisher ungekannt war. Wirklich beeindruckend. Nochmal ein kurzer Blick in das Cockpit. Vielleicht ein bisschen abdunkeln. Ja, echt beeindruckend. Natürlich haben wir auch noch die anderen Teile dabei. Wir haben entsprechend einen großen Spinner. Und wir haben einen Tail-Vierblatt-Propeller mit einzelnen Pedals. Und netterweise haben sie uns 5 Pedals mitgegeben, das heißt, wir können eines kaputt machen beim Flug und haben dann immer noch ein Ersatzpedal. Natürlich kann man auch Ersatzpedals bestellen bei uns. Ja, hier sind natürlich noch Kleinteile, wie zum Beispiel die Auspuffertrappen und dergleichen. Und hier sieht man schon anhand der Schrauben, die hier benötigt werden, um die Flächen zu montieren, um was für eine Dimension es sich handelt. Wirklich ein großes Modell, sehr beeindruckend. Ja, man kann eigentlich gar nicht viel sagen. Es ist ein perfektes Modell, wie wir es fast schon gewohnt sind von unseren Warbird-Schmieden. Wirklich sehr gut gelöstes Modell mit sehr vielen Details, Landeklappen natürlich dabei, Beleuchtung dabei, Einziehfahrwerk mit entsprechenden Fahrwerksdeckeln dabei, ein steuerbarer Ölkühlerauslass. Einfach alles ziemlich perfekt gelöst, also eigentlich schon ein richtiges Scale-Modell mit einer Spannweite von 1,70 m, das ist schon sehr imposant. Vielleicht nochmal kurz hier ein Blick auf die Radabdeckung. Man sieht das hier ganz deutlich. Wir haben hier diesen Deckel, den man hier sehen kann, der das gesamte Rad verdeckt. Wenn wir das vorsichtig aufmachen, sehen wir hier drin ein Scale-Rad, also wirklich beeindruckend schön. Dieses Rad sieht wirklich aus wie der Original P51. Ein weiteres interessantes Detail ist dieses Spornrad natürlich, das hier komplett verdeckt ist mit Klappen. Das Spornrad wird nicht nur eingezogen, sondern wirklich mit Fahrwerksklappen geschlossen.
sieht wirklich perfekt aus. Also dieses Modell ist sowas von detailgetreu. Was soll man dazu noch sagen? Einfach ein Modell, das das Herz jedes Warbird-Fans einfach höher schlagen lässt. Hier nochmal der Connector für die ganzen Flächenverkabelungen und noch einmal ein Blick auf den Motor. Man sieht schon anhand, im Vergleich mit meiner Hand, wie groß dieser Motor ist. Das heißt, hier steckt wirklich Power dahinter. Wenn dieses Modell fliegt, da geht was weiter. Na, also hier bin ich schon sehr gespannt auf den ersten Flug, glaube ich. Ich befürchte, ich muss den selber machen. Naja, ich hoffe, das erste Review dieses Modells hat euch soweit gefallen. Es ist natürlich eine sehr kurzfristige Geschichte, da das Modell soeben hereingekommen ist. Also es wird zu dem Modell sicher noch ein Video geben, aber das mal vorab als Information an alle da draußen. Und ja, wie gesagt, ein tolles Weihnachtsgeschenk für uns und natürlich auch für euch. Und in diesem Sinne wünschen wir von Modelis euch allen frohe Weihnachten.